Im März gewann Benjamin Netanjahus rechtes Parteienbündnis knapp die Parlamentswahlen in Israel. Ein Ereignis, das auch weltpolitisch nicht ohne Bedeutung ist. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt TV, dem Fernseher des Kompaktmagazins. Das sind unsere Themen. Ehekrach. Worüber streiten Obama und Netanjahu? Kriegsverbrechen. Justiz schützt Amerikas Aggressionen. Und Bienensterben. Die Lügen der Chemiekonzerne. Über Jahrzehnte übten die USA uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Doch inzwischen knirscht es hörbar zwischen Washington und Jerusalem. US-Präsident Barack Obama verweigerte Israel offenkundig Luftangriffe auf den Iran. Im Gegenzug konnte sich Obama von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor laufenden Kameras minutenlange Belehrungen anhören. Zuletzt wurde der israelische Premier im Weißen Haus gar nicht mehr empfangen. Haben sich die USA und Israel auseinandergelebt? Oder ist es nur der oberflächliche Streit zwischen zwei Alphatieren? Es war eine offene Provokation. Am 3. März sprach Israels Premierminister Benjamin Netanjahu vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses. Ein Auftritt auf Einladung der oppositionellen Republikaner gegen den Willen von Präsident Barack Obama. Im Gegenzug verweigerte Obama Netanjahu den Empfang im Weißen Haus. Nach der Wiederwahl des israelischen Premiers Ende März trafen die Glückwünsche aus Washington mit einer auffallenden Verspätung von 48 Stunden ein. Anfang April legte Netanjahu nach. Den mühsam verhandelten Kompromiss zwischen dem Westen und dem Iran im Atomstreit lehnte der Premier öffentlich brüsk ab. Diese Einigung bedeutet eine große Gefahr für die Region und die Welt. Und sie gefährdet das Überleben des Staates Israel. Insbesondere Amerikas konservative Medien haben mittlerweile eine regelrechte Eiszeit zwischen Netanjahu und Obama ausgemacht. Die amerikanisch-israelischen Beziehungen seien auf einem Tiefpunkt angelangt. Doch stimmt diese Einschätzung? Oder sind die öffentlichen Misstöne nur Zeichen von Wahlkämpfen in beiden Ländern? Ohne Auswirkungen auf das tatsächliche Verhältnis. Der Analyst Aaron David Miller vermittelte über 15 Jahre für das US-Außenministerium zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Nachbarstaaten. Er sieht tatsächliche Hinweise auf ein Zerwürfnis zwischen Netanjahu und Obama. Ich denke, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlicher Politik und unterschiedlichen Strategien. Es ist ein kräftiger Sturm und das Ergebnis ist vielleicht der Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte der US-israelischen Beziehungen. Dass Netanjahu und Obama eine persönliche Abneigung gegeneinander empfinden, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch wie unterschiedlich sind die politischen Positionen? Als Hauptstreitpunkt erscheint die Politik gegen den Iran. Netanjahu drängt seit Jahren auf einen Militärschlag gegen die iranischen Atomanlagen. Auch seine 44-minütige Rede vor dem Kongress bestand fast ausschließlich aus Attacken gegen den Iran. Dabei warf Netanjahu Teheran erneut vor, Atombomben zu entwickeln und die Auslöschung Israels zu planen. Für diesen Kurs konnte Netanjahu in Obama zunächst einen geeigneten Partner sehen. Vor seiner Präsidentschaft galt der damalige Senator aus Illinois als Befürworter eines Krieges gegen den Iran. Im Wahlkampf 2008 kündigte er in einer Rede vor der einflussreichen pro-israelischen Lobbyorganisation AIPAC sogar eine schärfere Gangart gegen Teheran an, als sie die Vorgängerregierung von Präsident George Bush verfolgte. Das Regime im Iran unterstützt gewalttätige Extremisten und fordert uns überall in der Region heraus. Der Iran ist bemüht, Atomstreitmacht zu werden, was ein gefährliches Wettrüsten auslösen könnte und die Möglichkeit eröffnet, dass nukleares Know-how in die Hände von Terroristen gelangt. Irans Präsident leugnet den Holocaust und droht damit, Israel von der Landkarte zu entfernen. Die Gefahr aus dem Iran ist groß, sie ist realistisch und mein Ziel ist es, diese Bedrohung auszuschließen. Nach seinem Einzug ins Weiße Haus schlug Obama aber überraschend zurückhaltende Töne an. Doch vermutlich nicht aus Überzeugung. Nach den Abenteuern in Afghanistan und im Irak sperrte sich die US-Militärführung gegen die Risiken eines Iran-Krieges. Allerdings verhängte er harte Wirtschaftssanktionen gegen Teheran, die einem Handels- und Währungskrieg gleichkamen. Inzwischen präsentiert sich der US-Präsident gerne als Vermittler.
Die jüngste Einigung über das iranische Atomprogramm verkündete Obama als persönlichen Erfolg. Die demokratische Senatorin von Kalifornien, Dianne Feinstein, agitierte gegen jene Sanktionen, die ihre eigene Regierung selbst verhängt hatte. Das hängt davon ab, was weitere Sanktionen Ihrer Meinung nach bewirken können. Weitere Sanktionen treiben das Programm vielleicht nur noch weiter in den Untergrund und machen es noch schwieriger. Sehen Sie, es hat Jahre gedauert, um so weit zu kommen. Es ist ein besseres Abkommen, als ich je erwartet hätte. Auch in der Frage eines Friedensprozesses mit den Palästinensern liegen Obama und Netanyahu öffentlich über Kreuz. So sprach Obamas Stabschef und außenpolitischer Berater Dennis McDowell auf der Jahreskonferenz der linksliberalen jüdischen Organisation J Street von einer israelischen Besatzung im Westjordanland. Für das Washingtoner Establishment ist eine solche Formulierung ein Tabubruch. Eine Besatzung, die seit fast 50 Jahren anhält, muss enden. Und das palästinensische Volk muss das Recht haben, in einem souveränen Staat zu leben und sich selbst zu regieren. McDonoughs Rede rief umgehend die Republikaner im Kongress auf den Plan. Für die amerikanische Rechte ist die bedingungslose Solidarität mit Israel seit jeher ein Teil des eigenen Selbstverständnisses. Die Sprache, die der Staatschef des Präsidenten der Vereinigten Staaten nutzt, ist exakt dieselbe, die Hamas nutzt. Unsere Regierung greift die Sprache einer Terrororganisation auf, um unsere Freunde in Israel zu beschreiben. Wird das Verhältnis zwischen Israel und den USA nun zum Wahlkampfthema, wenn es im kommenden Jahr um die Nachfolge von Barack Obama im Weißen Haus geht? Darauf dürfte zumindest Netanyahu hoffen. Schon beim Urnengang 2012 setzte der Israeli in undiplomatischer Direktheit auf Obamas damaligen republikanischen Konkurrenten Mitt Romney, den er in Jerusalem regelrecht hofierte. Eine Einmischung, die Obama nicht vergessen haben dürfte. Auch aktuell deutet vieles darauf hin, dass das Zerwürfnis zwischen Netanyahu und Obama eher ein Zeichen für den beginnenden Wahlkampf in den USA ist. Erneut dürfte Israels Premier dabei die Republikaner unterstützen. Für Netanyahu ging es in den vergangenen Monaten zudem um ein wichtigeres Thema als seine persönlichen Animositäten gegen Obama. Für März 2015 hatte der Premier Neuwahlen angesetzt, doch drohte ihm zeitweise die Niederlage. Der Politiker musste dafür auch von seiner desaströsen Innenpolitik ablenken. Die Reise nach Washington sollte offenbar vor allem die Anhänger im eigenen Land für den Urnengang mobilisieren. Eine Taktik, die in Israel sehr unterschiedlich aufgefasst wurde. Es gibt eine echte Spaltung in Israel. Etwa 35% der Bevölkerung sagen, es ist Netanyahus Recht, nach Washington zu kommen. Aber 35% sagen, es war falsch. Der Rest ist unentschieden. Das heißt, es gibt eine starke Strömung, die glaubt, Netanyahu nutzt die Iran-Frage, um die Aufmerksamkeit abzulenken von Israels Immobilienkrise, seiner Wirtschaftskrise, der sozialen Spaltung zwischen Arm und Reich. Alles Themen, die normalerweise im Mittelpunkt eines Wahlkampfes stehen müssten. Immerhin erlebte Israel in den vergangenen Jahren die größten sozialen Proteste seiner Geschichte. Die Demonstrationen flauten zwar inzwischen wieder ab, doch der Premier entwickelte sich für viele Israelis zum Feindbild. Karmi Gilon war in den 90er Jahren Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, später Botschafter in Dänemark. Auf einer Kundgebung fand er drastische Worte für die heutige Regierung. Der Staat Israel wird durch einen Haufen von Pyromanen, angeführt von einem Egomanen, in seine endgültige Vernichtung geführt. Die Idee der jüdischen Nation wird von einem Krebs zerfressen, der all seine Bürger angreift. Eine Situation, in der Netanyahu dringend einen äußeren Feind braucht. Seine Strategie aus Wahlkampf mit der Sicherheitspolitik und engem Schulterschluss mit Amerikas Konservativen ging auf. Die Wahlen konnte Netanyahus Bündnis rechter Parteien knapp für sich entscheiden. Doch hat die schlechte Stimmung zwischen Netanyahu und Obama tatsächlich ernsthaften Einfluss auf die Zusammenarbeit beider Staaten? Der Nachrichtensender CNN erinnerte Anfang März daran, dass die USA weiterhin 20% des israelischen Verteidigungshaushaltes finanzieren.
Bis zum Jahre 2018 überweist Washington jedes Jahr 3 Milliarden Dollar nach Jerusalem. Diese Unterstützung geht auf eine Zusage Obamas zurück. Auch Netanyahu übte sich nach seinem Wahlsieg im März bereits wieder in Zurückhaltung gegenüber den US-Partnern. Amerika hat keinen engeren Verbündeten als Israel und Israel keinen als die Vereinigten Staaten. An diesem Bündnis dürfte sich trotz mancher Antipathien des Spitzenpersonals grundsätzlich nichts ändern. Tobt in den USA ein Linienkampf um die Iran-Politik? Dieses Thema beschäftigt auch das Kompakt-Magazin im Mai. Die Ausgabe halten Sie ab Ende April am Kiosk oder unter abo.kompakt-online.de. Die Kriege in Afghanistan und dem Irak gingen auch an den eingesetzten Soldaten nicht spurlos vorbei. Vor allem die US-Armee hatte mit einer hohen Zahl von Verweigerungen oder sogar Selbstmorden zu tun. Im Februar diesen Jahres musste das EU-Gericht nun über den Fall des einzigen US-Deserteurs entscheiden, der in Deutschland offiziell Asyl sucht. Die Richter lehnten sein Ansinnen jedoch ab. Vor allem ihre Begründung dürfte für Empörung sorgen. US-Apache-Hubschrauber im Irak. Zwischen 2003 und 2011 kämpfte eine Koalition unter Führung der USA im Zweistromland. Immer wieder kam es dabei zu Kriegsverbrechen wie diesem. Willkürlich feuerten die Besatzungen auf alles, was sich am Boden bewegt. Damals mit dabei der Mechaniker André Shepard. In den Jahren 2003 und 2004 wartete er Kampfhubschrauber nahe der Stadt Tikrit. Dass sich auch seine Einheit an Übergriffen gegen Zivilisten beteiligte, war ihm nicht bewusst, sagt heute Shepards Anwalt Reinhard Marx. Er hat ja sogar mit den Hubschrauberpiloten gesprochen. Die wussten ja selbst nicht, was sie da an Bord haben, was sie abfeuerten. Und er selbst, während seines ersten Einsatzes, der vom September 2004 bis Februar, März 2005 dauerte, wusste auch nicht, wo er drin verwickelt war. Das heißt, er hatte keinen Zugang zum Internet. Und wenn er einen hatte, wurde der kontrolliert von Vorgesetzten. Und erst in Deutschland, wo er stationiert, wo seine Einheit stationiert war, bei Nürnberg, hatte er Gelegenheit, Internetrecherchen zu betreiben. Hat sich einen Computer gekauft und hat dann festgestellt, was alles dort drinsteht über die Art und Weise der Kampfführung. Und ist dann zu dem Schluss gekommen, da mache ich nicht mehr mit. Eine Entscheidung mit Folgen. Im April 2007 desertierte der inzwischen in Deutschland stationierte Shepard aus der US-Armee. Mehrere Jahre versteckte er sich bei Bekannten und beantragte schließlich Asyl. Ein beispielloser Vorgang und eine politische Provokation der westlichen Führungsmacht USA. Vielleicht reagierten die deutschen Behörden auch deshalb denkbar zurückhaltend. Und es war ja auch erstaunlich, wie man meinem Mandanten einen Fremdenpass und eine Aufenthaltserlaubnis offeriert hat, was ich so und gerade in Bayern noch nie erlebt habe, um ihn offensichtlich so zu signalisieren, mach deine Sache mal nicht weiter, du hast ein sicheres Bleiberecht. Shepards Asylantrag wurde im April 2011 abgelehnt. Seither läuft die juristische Auseinandersetzung um den Fall. Im vergangenen Februar entschied auch der EU-Gerichtshof in Luxemburg gegen Shepard. Besonders pikant an dem Urteil, die Richter leugneten pauschal, dass bei Interventionskriegen des Westens überhaupt Kriegsverbrechen stattfinden. Negativ, das würde ich auch gern noch erwähnen, schlägt zu Buche, dass der Gerichtshof hier etwas völkerrechtlich Unzulässiges macht. Er sagt nämlich, wenn ein Mandat des Sicherheitsrates besteht, dann spricht eine Vermutung, dass es zu keinen Kriegsverbrechen kommt. Das ist eine gewagte und kühne These, die sich auch in der Realität nicht wiederfindet. Abgesehen davon bestand zu Beginn des Irak-Konfliktes kein Sicherheitsratsmandat. Und es war, die internationale Gemeinschaft war immer gespalten. Tatsächlich existierte ein Mandat des UN-Sicherheitsrates für den Irakkrieg. Doch es basierte auf Lügen des damaligen US-Außenministers Colin Powell. Am 5. Februar 2003 legte dieser dem Gremium falsche Beweise über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen vor. Powell selbst bezeichnet den Auftritt vor dem Sicherheitsrat heute als Schandfleck in seiner Karriere. Das zweite Argument des Gerichts: Shepard hätte sich zunächst in seiner Heimat um einen Status als Kriegsdienstverweigerer bemühen müssen. Die US-Armee kennt derartige Verfahren nur für Totalverweigerer. Shepard protestiert jedoch gegen den Einsatz im Irak. Eine Haltung, die für weiteren politischen Zündstoff sorgt.
Die Kriegsverbrechen im Zweistromland werden von den USA bis heute weitgehend geleugnet. Stattdessen stilisiert die US-Luftwaffe ihre Soldaten, wie in diesem Werbevideo, gerne zu sauberen Helden und selbstlosen Freiheitskämpfern. Kriegführende Macht hat kein Interesse daran, ne, das sehen Sie auch, was die NSA betreibt, hat kein Interesse daran, dass ihre menschenrechtswidrigen, rechtsstaatswidrigen Praktiken bekannt werden. Versucht das an Möglichkeit geheim zu halten. Und wenn sie es nicht mehr können, dann wird verleugnet oder schön geredet oder was auch immer. Nach dem Urteil in Luxemburg sind nun erneut deutsche Gerichte am Zug. Marx rechnet mit einem langen Verfahren durch alle Instanzen. Der Ausgang ist offen. Der Anwalt kann dem Spruch der EU-Richter jedoch auch etwas Positives abgewinnen. Einmal sagt er ausdrücklich, also man muss nicht unmittelbar an Kampfhandlungen beteiligt sein, um Schutz im Ausland als Kriegsdienstverweigerer zu bekommen. Und es reicht auch aus, wenn man im logistischen Bereich tätig ist, also wie hier bei Herrn Shepard, der ja Mechaniker von Hubschrauber war und diese fit gemacht hat für den Kampf. In die USA abgeschoben werden kann André Shepard übrigens nicht. Er verfügt inzwischen über eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Reinhard Marx hat uns noch weitere interessante Details zum Fall Shepard erzählt. Das vollständige Interview und viele weitere spannende Videos finden Sie auf unserer TV-Plattform unter der Adresse kompakt.tv. Mit offenbar nicht immer unumstrittenen Politikern beginnt auch unser Nachrichtenüberblick. Ermittlungen gegen Landesminister. Seit Amtsantritt der aktuellen Berliner Landesregierung hat die Justiz der Stadt etwa 100 Ermittlungsverfahren gegen Senatoren eingeleitet. Wie aus einer parlamentarischen Antwort der Justizverwaltung an die Piratenfraktion hervorgeht, betraf dies unter anderem Vorwürfe der Untreue und des Betruges, der Strafvereitelung im Amt und der Rechtsbeugung, sowie der Nötigung, der Beleidigung, der Körperverletzung sowie der fahrlässigen Brandstiftung. Details zu den Vorwürfen nannte die Justiz nicht. Unklar blieb ebenfalls, welche Regierungsmitglieder betroffen waren, sowie ob die Verfahren aufgrund von Strafanzeigen oder von Amtswegen eingeleitet wurden. Anklagen wurden in keinem Fall erhoben. MH17-Dokumente bleiben geheim. Ein Dreivierteljahr nach dem Absturz des Fluges MH17 halten die Behörden noch 147 Dokumente geheim. Neben persönlichen Daten der Fluggäste beinhalten die Akten auch Informationen, die zu internen Zwecken von Geheimdiensten benötigt werden, meldet der Sender RTL News unter Berufung auf DixCoof, den nationalen Koordinator für Terrorbekämpfung und Sicherheit der Niederlande. Bei dem Absturz waren am 17. Juli letzten Jahres alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Nach dem vorläufigen Untersuchungsbericht wurde die Maschine abgeschossen. Wer für die Tat verantwortlich war, ist bis heute umstritten. Verdeckte NATO-Forschung. Die NATO unterhält gegenwärtig 20 sogenannte Exzellenzzentren, die sich als internationale militärische Organisation bezeichnen und außerhalb der Kommandostruktur des Bündnisses operieren. Dies geht aus einer kleinen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Die Einrichtung dieser Zentren sei bereits auf dem NATO-Gipfel im Jahr 2002 beschlossen worden. In Deutschland befinden sich demnach die Exzellenzzentren für Luftstreitkräfte in Kalkar am Niederrhein, für Operationen in seichten Gewässern in Kiel und für Wehrtechnik in Ingolstadt. Hinzu komme etwa das deutsch-niederländische Zentrum für zivil-militärische Zusammenarbeit in Enschede. Mit ihrer Anfrage will die Fraktion unter anderem erfahren, ob zivile Behörden oder sogenannte Nichtregierungsorganisationen in die Arbeit der Zentren eingebunden sind und inwieweit die Einrichtungen aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Langsam wird es nun endlich Frühling. Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es nicht nur die Menschen ins Freie, sondern auch die fleißigen Honigbienen. Doch den emsigen Tieren droht eine tödliche Gefahr. Jetzt musste die Europäische Union endlich einräumen, was eigentlich schon seit Jahren bekannt ist. Grund für das Bienensterben sind gefährliche Pflanzenschutzmittel. Seit über einem Jahrzehnt wird immer wieder von einem mysteriösen Bienensterben berichtet. Ein von dem Chemiekonzern Bayer finanziertes Bienenmonitoring gab seit dem Jahre 2004 vor, den Fall aufzuklären und kam seither Jahr für Jahr zu dem Ergebnis, dass eine kleine Milbe der Verursacher für das Bienensterben ist. Die Varroa-Milbe lebt von dem Futtersaft der Bienenlarven und schädigt daher die heranwachsende Generation bereits bei der Entwicklung.
Und deswegen machen wir diese Ameisensäurebehandlung oder Oxalsäurebehandlung, das sind die beiden zugelassenen. Die Biene kann in dem sauren Milieu überleben, die Varroamilbe, die verendet daran. Dann habe ich im Oktober, wenn ich diese Ameisensäurebehandlung im August gemacht habe, und September, dann habe ich Anfang Oktober eine gesunde Brut. Wildbienenvölker haben ohne einen Imker keine Chance mehr auf ein Überleben. Die Varroa-Milbe selbst wurde übrigens in den 70er Jahren von den Forschern des Bieneninstituts in Oberursel nach Deutschland eingeschleppt. Seitdem ist die Biene bedroht. Doch war damit der mysteriöse Fall aufgeklärt? Imker vermuteten hinter dem Bienensterben eine ganz andere Ursache. Denn bei ihren Bienenvölkern war nicht die Brut geschädigt, sondern von heute auf morgen waren viele gesunde, erwachsene Bienen plötzlich verschwunden. Nur wenige kehrten zu ihrem Stock zurück, um dann dort qualvoll zu verenden. Ein klares Indiz für eine Vergiftung. Doch hierfür wollten die von Bayer bezahlten Institute einfach keinen Hinweis finden. Die Chemieindustrie ist nicht interessiert, in ihre Richtung zu suchen, sondern eher in die Richtung von irgendwelchen Krankheiten. Oder wenn sie ja nicht mehr weiterhelfen können, dann sagen sie, ja, der Imker ist zu alt, der kann alles nichts mehr. Seit 2003 sterben uns regelmäßig, also im Herbst, Bienen weg. Es fehlt an Bienenmasse. Man schiebt das also seit 2003 immer auf die Varroa. Aber selbst wenn wir beweisen können, dass es also nicht die Varroa ist, dann erklärt man uns, es könnten Viren sein. Und wenn wir beweisen können, es sind keine Viren, dann können es andere unerklärliche Sachen sein. Also ein ähnlicher Vorgang wie im Bereich der Gentechnik, ne, wo wir auch wissen, wir hätten in Deutschland nicht die Debatte über die Ausbringung genmanipulierter Pflanzen, wenn wir nicht gleichzeitig einen der großen Produzenten genmanipulierter Pflanzen in Deutschland hätten. Die Politik fördert den Chemiestandort Deutschland. Die positiven Argumente der Hersteller, glaubt sie, die reichen ihnen anscheinend aus, um die Produkte zuzulassen. Es wird nicht kritisch genug hinterfragt, wie es zu diesen Untersuchungen kommt. Es wird keine Alternative gemacht. Es sind keine unabhängigen Untersuchungen gemacht. Es sind praktisch nur die Studien der Hersteller, die zur Zulassung eingereicht werden. Auf einer Demo vor dem Bundesamt für Verbraucher- und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL, versammelten sich im Jahre 2008 einige hundert Imker, um gegen die Zulassung bestimmter Pflanzenschutzmittel zu protestieren. Besonders die Methode des Beizens von Saatgut stand damals im Mittelpunkt der Kritik. Es geht die Tendenz dazu, dass man weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen will, von der Menge her. Und deshalb ist man zum ersten Mal bei vielen Kulturen zum Beizen des Saatguts gekommen. Das heißt, man benutzt weniger Pflanzenschutzmittel, aber viel giftiger. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Sie erregt, wenn plötzlich Bienenvölker sterben. Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Bienensterbens das Ruhen der Anordnung angeordnet. Und wir haben es in einem Fall, nämlich bei der Auswahl von Raps, zurückgenommen, weil wir wissen, und weil wir es nachweisen können, dass bei Raps tatsächlich keine Bienenbefährdung entstehen kann. Und das Besondere ist halt, dass man eine Furche zieht, dass in diese Furche das Rapskorn eingelegt wird, in etwa 2 bis 4 Zentimeter unter der Erdoberfläche. Und anschließend wird diese Furche sofort geschlossen. Wenn tatsächlich noch Staub auftritt, sind die Sämaschinen, die bei Raps eingesetzt werden, so konstruiert, dass diese staubhaltige Abluft in die Furche gedrückt wird. Und dadurch ist eine Gefährdung der Bienen bei der Aussaat praktisch ausgeschlossen. Was sich in der Theorie gut anhört, sah aber in den letzten Jahren in der Praxis tatsächlich ganz anders aus. Der Chef von der BVL hatte vorhin erklärt, dass das beim Raps kein Problem sei. Das hat ja, dieses Rapskorn kommt in die Furche und wird zugedeckt. Das ist ein Problem. Nämlich die Maschinen, die arbeiten, die tun diese Körner umeinander werbeln. Hier entstehen Abrieb, hier entstehen Beistoffe und das kann die Biene vergiften. So ein Geschäft ist ja was Tolles. Ich mache jetzt Bienen krank, ich mache Menschen krank und irgendwann kann ich das entsprechende Arzneimittel wieder verkaufen. Das macht mich also ein bisschen wütend und auch ein bisschen traurig. Tatsächlich ist die Agrochemieindustrie eines der lukrativsten Geschäfte überhaupt. Die aggressiven Methoden bei der Durchsetzung eigener Interessen zeigen sich aktuell auch in dem geplanten Freihandelsabkommen TTIP. Viele Gegner befürchten, dass damit der Weg geebnet wird, um die totale Kontrolle über die Natur
in die Hände von Konzernen wie Monsanto, Syngenta und Bayer Crop Science abzugeben. Ein Umstand, den Naturschützer nicht hinnehmen wollen. Wir sind ja damit konfrontiert, dass wenn ein entsprechender Wirkstoff in einem Land zugelassen wurde, dann letztendlich auch die Legitimation der Zulassung in den übrigen Staaten daraus gefolgert wird. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur ein Verbot der nachgewiesenermaßen bienenschädlichen Pestizide verlangen, sondern dass wir auch verlangen, dass die bereits schon zugelassenen Agrarchemikalien auf ihre Bienengefährlichkeit hin überprüft werden. Diese Forderung stammt aus dem Jahre 2008. 7 Jahre später hat nun die EU-Kommission reagiert. Das EU-Wissenschaftsnetzwerk EASAC bestätigte die negativen Auswirkungen durch Neonicotinoid-Insektizide, wie sie von Bayer und Syngenta in über 120 Ländern eingesetzt werden. Durch das Vergiften der Bienen in diesen Ländern verursachen diese Konzerne einen Schaden, der sich mit hunderten Milliarden Euro beziffern ließe. Denn die Honigbiene ist die fleißigste Arbeiterin einer jeden Volkswirtschaft. Der Wert allein in Deutschland der Bestäubungsleistungen unserer Bienen wird geschätzt auf einen Betrag von über 4.000 Millionen Euro. Außer bei den Imkern selbst ist das Interesse am Schutz der Bienen aber eher gering. Es fehlt das Bewusstsein darüber, wie elementar wichtig die Honigbiene für das Überleben der Natur und damit der Menschheit ist. Es gibt Tiere, die sind spezialisiert auf bestimmte Pflanzen. Wenn es die Pflanzen immer weniger gibt, weil die kaum noch bestäubt werden, das ist wie ein Kartenhaus, was dann langsam zusammenbricht. Also wenn die Bienen nicht mehr bestäuben und die Pflanzen deswegen immer weniger werden, auch die Vielfalt der Pflanzen immer weniger wird, werden auch immer weniger Tiere da sein und wir reduzieren unsere Biodiversität, unsere Vielfalt, die wir haben, obwohl wir uns gerade auch völkerrechtlich verbindlich verpflichtet haben, diese Vielfalt zu schützen und dem Verlust entgegenzuwirken. Es stellt sich die Frage, ob aus den nun von der EU-Kommission vorgelegten Ergebnissen auch Konsequenzen folgen und wie viele Jahre hierfür erneut vergehen müssen. Was die EU erst jetzt zugibt, war also schon vor 7 Jahren bekannt. Der Filmemacher Frank Höfer hat damals eine Dokumentation über das Thema gedreht, die nichts an Aktualität verloren hat. Den Film können Sie auf unserer Videoplattform kompakt.tv ansehen. Im alltäglichen Leben ist er nicht wegzudenken, der elektrische Strom. Aber was geschieht, wenn er plötzlich ausfällt? In den USA sind flächendeckende Blackouts bereits seit Jahren ein Problem. Doch auch in Europa kam es in den vergangenen Wochen zu vermehrten Stromausfällen, welche einige Großstädte in den Niederlanden und der Türkei zeitweise lahmlegten. In Berlin wurde sogar ein Supermarkt geplündert, während der Strom fehlte. Sind die Deutschen auf eine solche Situation überhaupt vorbereitet? Wir haben uns umgehört. Und damit geht diese Ausgabe des Kompakt-TV-Magazins zu Ende. In 2 Wochen sehen wir uns wieder. Wir hatten hier zum Glück noch keinen Stromausfall. Und jetzt, wenn plötzlich ein Stromausfall käme, würde ich dann auch natürlich hoffen, dass der so schnell wie möglich vorbei ist. Dann nicht in Panik verfallen oder sonst wie auch immer. Aber natürlich, umso länger der dauert, umso mehr Gedanken macht man sich schon. Aber normalerweise denke ich, dass es heutzutage eigentlich relativ schnell wieder möglich sein müsste, dass man Strom hat. Also Vorbereitung ist die halbe Miete. Das heißt, man muss unbedingt Kerzen im Haus haben, man muss unbedingt Wasservorräte im Haus haben, man sollte die gute Laune nicht verlieren, ein paar Batterien sind nicht schlecht, ein Kofferradio ist nicht schlecht. Ja, und ansonsten abwarten, Handy zücken und die Stromversorger anrufen und fragen, was los ist. Erstens wird das ja nicht so ewig dauern und im Normalfall in Deutschland und ich gehe davon aus, dass man das auch so ganz gut überbrücken kann. Also gerade im Winter finde ich es schwieriger, ehrlich gesagt, aber meine Güte, dann hat man mal eine Zeit lang keinen Strom. Finde ich persönlich gar nicht so schwierig. Ich finde es sogar ganz, ganz angenehm, mal zu überlegen, worauf man verzichten kann oder wie man damit umgeht, wenn man, sagen wir mal, nicht in der Wildnis, aber so in der Natur wäre und hat dann auch keinen Strom. Also ich mag sowas eigentlich ganz gern mal ausprobieren. Oh, kommt drauf an, wie lange. Wenn es ein Tag ist, ist man vielleicht mal ganz froh, oder? Dass man halt mal nicht Fernsehen schaut oder mal nicht Computer anmacht, vor allem mit Baby. Wäre es gar nicht so schlecht, außer natürlich im Winter, dann hat man kein Licht. Ne? Das ist ein bisschen blöd, aber fände ich für einen Tag, 2 Tage, fände ich es gar nicht so schlimm.
vielleicht, ja, wenn es passiert, finde ich es vielleicht doch nicht so toll. Vielleicht stehe ich jetzt bloß hier und sage, wäre ja super, aber vielleicht, ne? Seit es nicht wirklich in Berlin passiert ist, habe ich keine wirkliche Meinung dazu. Aber wenn das mal passieren würde, dann denke ich mal, dass es eigentlich nicht so schlimm sein würde, weil man hört ja von anderen Orten, wo das halt passiert, was passieren könnte, und man kann sich schon halt halbwegs drauf vorbereiten, auch wenn es spontan passiert. Und dann, vielleicht hat man keine Kerzen oder sowas, aber dann geht man halt früher schlafen oder so.